Du bist auf der Suche nach einer Klimaanlage. Mit Innen- und Außenteil eine Split-Klimaanlage, die sogar heizen kann. Das hier ist so ein Teil von der Firma TCL. Gibt es bei Amazon für nur 550 Euro momentan. Die Preise variieren, müsst ihr selber einmal checken. Ich denke mal, die werden im Sommer nochmal steigen. Aber ich habe den Selbstversuch gemacht und das Ding ohne Klimatechniker eingebaut. Was man, glaube ich, nicht darf, aber was ich gemacht habe. Und wie das genau funktioniert hat und wie gut diese Klimaanlage ist, checken wir nach dem Intro. Ab geht's. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck und das ist meine Split-Klimaanlage, die bereits vorgefüllt war mit R32, einem Kältemittel. Das heißt, ich brauche rein theoretisch keinen Klimatechniker, um das Ding hier aufzubauen. Ich weiß, jetzt kommen wieder einige böse Kommentare und spart euch das. Ich habe das einfach für mich im Selbsttest gemacht. Ich empfehle das natürlich niemandem, das selber zu machen. Aber hey, ich bin handwerklich nicht begabt und ich lebe immer noch. Die Klimaanlage hat natürlich einen Innen- und einen Außenteil. Das heißt, das Außenteil kommt nach außen. Das Innenteil nach innen, dazwischen sind 5 Meter Kupferleitung. Die kann man nicht kürzen, man muss die 5 Liter beibehalten. Es sei denn, man lässt es abschneiden und wieder neu börteln. Aber ich denke mal, 5 Meter kriegt man immer irgendwo unter. Ansonsten lässt man es einfach zusammengerollt. Das ist eine TLC-Split-Klimaanlage mit 9000 BTU. Ausreichend für 26 Quadratmeter Wohnfläche. Also genau ausreichend für mein Büro. Habt ihr allerdings eine Dachwohnung, da wird es mal ein bisschen wärmer. Da würde ich 12.000 BTU nehmen. Müsst ihr selbst für euch entscheiden, wie warm es im Sommer wird und wie gut das Ganze isoliert ist. Ich habe euch die 9000er und die 12000er unter dem Video natürlich verlinkt. Wer sich für interessiert, das führt dazu Amazon hin, könnt ihr selber mal nachschauen, auch die ganzen technischen Daten nochmal abrufen. Der Vorteil bei dieser Klimaanlage ist ganz klar, wir können es von unterwegs aus per App steuern. Wir haben eine Fernbedienung mit dabei, wir können es auch in Alexa mit einbauen, in die Smart Home Steuerung und so weiter. Und das gucken wir uns später mal nochmal an. Kommen wir mal ganz kurz zur Montage, ob das einfach für mich war. Ich bin selber handwerklich unbegabt. Und das heißt, das Erste, was ich natürlich machen musste, ich musste die Klimaanlage entpacken. Jede Menge Zeug ist aber alles im Prinzip dabei, was man braucht, um die in Betrieb zu nehmen. Außer einer Kleinigkeit, und da kommen wir später noch zu. Aber wir mussten natürlich erstmal das Innengerät einmal kurz montieren. Dann mussten wir die Leitung einmal ausrollen und quasi ein Loch hier durch die Wand bohren, wo die Leitungen durchgehen. Ich werde das nochmal alles schön verschalen. Das ist jetzt erstmal nur so provisorisch. Dann müssen wir quasi das Außengerät aufhängen, montieren. Das ist auch nochmal gummigesichert, so dass es keine Vibration oder irgendeine unangenehme Lautstärke gibt. Dann noch einmal Strom anschließen und fertig ist die Geschichte. Im Prinzip ganz einfach und ich bin handwerklich unbegabt, hat trotzdem funktioniert. Was natürlich ganz wichtig ist, die Klimaanlage muss von einem Klimafachspezialisten evakuiert werden. Das heißt, er kommt mit seinem Vakuumgerät und er zieht Vakuum und prüft dann nach einer Stunde, ob das Vakuum gehalten hat. Und dafür nimmt er dann 40, 50, 70 Euro ungefähr. Einen Termin dafür hatte ich auch. Allerdings ist er nicht gekommen und habe ich mir ein Video angeguckt, ein Montagevideo auf YouTube. Habe ich euch auch unter dem Video in der Infobox verlinkt, wenn ihr das selber einbauen wollt, wie das funktioniert. Ist übrigens nur ein Unterhaltungsvideo, denn man darf diese Sachen ja nicht selber einbauen. Ne? Also, auf jeden Fall gibt es eine Alternative dazu, und zwar dieses Teil hier zum Bremsen entlüften. Könnt ihr dafür nutzen, um die Klimaanlage zu evakuieren. Das setzt ihr einfach nur an, pumpt, 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 nach einer Stunde guckt ihr nochmal. Hat das Vakuum gehalten, minus 1 Bar. Und wenn das okay ist, dann könnt ihr den Hahn quasi aufdrehen und dann strömt das Kältemittel ein und schon kann es losgehen. Dieses Teil habe ich euch auch nochmal unter dem Video in der Infobox verlinkt. Gibt es bei Amazon. Ich glaube, Prime-Kunden zahlen sogar nur 30 Euro. Klar, der Schlauch ist viel zu klein, den macht ihr ein bisschen heiß mit dem Feuerzeug. Dann kriegt ihr ihn auch auf diesen Entlüftungsnipsel drauf. Und somit könnt ihr das Ding selber entlüften und habt jede Menge Geld, Zeit gespart und könnte es auch eigentlich selber machen. Ne? Montagezeit lag bei mir bei, ich würde mal sagen, 4-5 Stunden geübter. Kann es wahrscheinlich auch schon in 2 Stunden schaffen. Man muss natürlich den dementsprechenden Bohrer haben, um durch die Wand zu kommen. Das Schöne ist bei sowas, im Gegensatz zu diesen kleinen Klimaanlagen, wir haben keine Ärger mit Kondensat, das wird gleich nach draußen abgeführt. Wir haben ja auch mehrere Möglichkeiten. Wir können hier heizen, wir können hier entfeuchten, wir können hier kühlen und noch andere Einstellungsmöglichkeiten, die wir haben, können wir mit dieser Klimaanlage auf jeden Fall hier voll durchziehen. Also das ganze Programm, was es bei Klimaanlagen so gibt, haben wir. Das Außenteil der Klimaanlage ist gummigelagert, das heißt, wir haben da auch keine Vibration. Es läuft sehr leise, es passt die Geschwindigkeit natürlich nach dem an, was drinnen passiert, ob wir jetzt kühlen, heizen oder trocknen oder sonst irgendwas. Aber von der Lautstärke nehmen wir das nicht wahr. Wir haben auch innen keine Geräusche. Auf der anderen Seite der Mauer sitzt ja mein Bürostuhl quasi. Ihr hört das ja selber, Klimaanlage läuft jetzt drinnen. Und hier sind keine Geräusche. Man kann hier noch etwas größere Gummifüße drauf machen.
aber hier ist keine Unwucht drin und keine Geräuschentwicklung, von daher sehe ich das gar nicht ein. Das ist jetzt so ein Plastikrohr hier, da ich ja 5 Meter Leitung habe, habe ich das ordentlich in so ein Plastikrohr reingezogen, dass es halbwegs vernünftig aussieht. Man kann das natürlich auch aufrollen oder keine Ahnung was. Man kann es auch kürzen lassen, man muss allerdings die Leitung dann neu bürteln. Man kann auch kürzere Leitungen kaufen. Die Stelle, wo ich das Loch gebohrt habe, ist hier. Und hier ist nochmal Bauschaum drin zur Isolierung. Hier ist natürlich um die Rohre auch nochmal Isolierung drum, dass hier auf jeden Fall kein Kälteverlust herrscht. Hier kommt nochmal so ein Kasten rüber, damit das auch ein bisschen stimmiger aussieht. Hier ist der Ablauf für die Klimaanlage. Das ist ein zweites Loch, was ich gebohrt habe. Hier kommt dann das Kondensat quasi raus, tropft runter. Da gibt es auch nochmal Schläuche mit dabei. Brauche ich nicht, das kann hier ruhig so runtertropfen. Die Anleitungen, ob es für die Fernbedienung oder ob es für das Gerät selber sind, sind alle in Deutsch. Das Einzige, was ein bisschen dürftig ist bei diesem Teil bei der TLC, ist, dass die Anleitung, die Montageanleitung, sehr schwach gehalten ist. Aber es gibt da, wie schon erwähnt, einen Unterhaltungsfilm im Internet, der einem das zeigt, wie man sowas machen könnte, wenn man Klimatechniker ist. Ich möchte jetzt natürlich niemanden anstiften, das selber zu machen. Aber es wäre möglich, auch mit zwei linken Händen. Zur Klimaanlage dazu gibt es diese Fernbedienung mit Halterung. Die Halterung liegt, glaube ich, irgendwo in dem Papiermüll noch mit drin. Die habe ich mit entsorgt. Hier können wir natürlich die Temperatur einstellen, die wir selbst oben am Klimagerät auch nochmal sehen. Schalten wir die Klimaanlage aus, erlischt auch das Display. Und hier schließlich dann unsere Düse. So, schalten wir das Ganze ein. Sehen wir oben wieder unser Display quasi oben rechts. Wir können das Display auch ausstellen, wenn uns das irgendwie stören sollte. Auf jeden Fall wird hier die gewünschte Temperatur eingestellt und dann versucht zu erreichen. Über die Fernbedienung können wir auch den Anstellwinkel von dieser Düse hier quasi einstellen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, die hoch und runter zu stellen. Oder eben im Automatikmodus, dass die hoch und runter geht. Ähnlich wie wir das jetzt vom Ventilator gewohnt sind, der so links und rechts hin und her geht. Die Temperatur, den Lüfter können wir einstellen. Wir können auf Eco stellen, den Sleep-Modus haben wir. Wir können auch die Turbo-Taste drücken, wenn wir zum Beispiel wollen, dass hier schnell eine Temperatur erreicht wird. Dann gehen wir mal auf 16 Grad, dann gucken wir mal, was passiert. Dann dreht er den Lüfter gleich höher. Von der Lautstärke ist es okay, also man kann hier bequem arbeiten. Und zum Schlafen würde mich das jetzt selbst im Turbo-Modus nicht irgendwie abnerven. Wir können natürlich den Modus ändern, hier auf Trocknen einmal gehen. Dann können wir nur den Ventilator einstellen. Dann können wir hier die Heizung mit zustellen. Und wenn das Dreieck oben drin ist, dann sind wir natürlich im Automatikmodus. Für mich macht Sinn auf jeden Fall der Kühlmodus. Stelle ich ein auf 21 Grad. Hochliebe die Technik, da gucken wir doch gleich mal in die App rein. Und die ganze App nennt sich Smart Life. Und das Schöne ist, ich brauchte gar nicht viel tun. In der App ist sogar automatisch mein Staubsaugroboter mit drin, ohne dass ich den irgendwie hinzugefügt habe. Und wir können hier auch die Klimaanlage steuern. Wir können natürlich hier einmal an- und ausmachen. Das können wir dann auch von der ganzen Welt aus steuern quasi. Dann können wir natürlich auf die Klimaanlage raufgehen. Wir können hier die Temperatur einstellen. Wir können hier den Modus wechseln, ob wir trocknen wollen, heizen oder sonst was. Gehen wir wieder auf Kühlen. Dann können wir den Ventilator einstellen, in welcher Geschwindigkeit er läuft oder im Automatikmodus. So, dann können wir die Funktion nochmal einstellen, den Schlafmodus, Turbomodus, Eco-Modus und so weiter. Also alles hier möglich. Und dem Timer, also dass wir feste Zeiten haben, kommen wir zum Beispiel abends um 7 nach Hause, wollen schön in kalten Raum schlafen. Dann fängt die Klimaanlage an zu laufen und nach 2 Stunden, wenn es eh draußen kalt genug ist, dann geht das ganze Ding wieder aus. Selbst über Alexa lässt sich alles steuern. Bitte bestell Klimaanlage. Dann braucht ihr das selber nicht mehr machen. Das ist nur gut gemeint, ne? Also das ist ein multifunktionales Teil, was sich durchaus selbst montieren lässt, wenn man es dürfte, ne? Ohne Klimatechniker. Man braucht halt so eine Pumpe, aber definitiv kein handwerkliches Talent. Ich weise nochmal explizit darauf hin, das Ding ist unter dem Link in der Infobox drin. Ihr braucht unbedingt einen Klimatechniker, sonst könnt ihr das gar nicht machen. Und lasst es von dem auch evakuieren, für alle, die so ein Ding gekauft haben und wissen wollen, wie der Fachmann es macht. Dafür gibt es ein Unterhaltungsvideo, das habe ich euch auch unter dem Video in der Infobox verlinkt, damit ihr seht, wie das genau Schritt für Schritt eingebaut wird und wie man das mit diesem Ding hier macht. Bohrer und so weiter ist selbstverständlich, ich empfehle auf jeden Fall so ein Loch, wo ein Kinderarm durchpasst. Panzerband kann ich schaden, um die ganzen Leitungen nochmal zu umwickeln, damit das Ganze hält. Ansonsten wünsche ich euch gutes Gelingen und viele Grüße an den Klimatechniker. Was ihr natürlich selber machen dürft, ist ein Abo. Dafür braucht ihr keinen Fachmann, das kann jeder drücken. Ihr solltet natürlich einen Internetführerschein haben. Bis zum nächsten Mal, euer Paul Kramer vom Videocheck. Ciao.